Hi Leute, wir sind die Manic Gamers, oder eigentlich heißt ja herzlich willkommen zurück bei den Manic Gamers. Ich hab grad den Anfang verschissen, aber egal, wir machen weiter. Du bist kacke! Hab ich ihn jetzt gerade angenommen? Nein, hab ich nicht. Kannst du nochmal den Koop-Auftrag aufploppen lassen? Ich sag jetzt gar nicht so viel zu Anfang vorweg, sondern wir starten einfach gleich wieder mit der Mission, so wie ihr es gewohnt seid. Und alles halt die Vorbild ist die Ja. Haben wir die Mission nicht gerade eben gemacht? Hä? Diese Mission am Helikopter hängen, sie beschützen. Ja, vielleicht gibt's mehrere davon. Nein, diese Minigames musst du eigentlich nur einmal machen. So, damit du sie kennenlernst. Naja, wenn es die nochmal ist, dann brechen wir es einfach bitte ab und machen die andere. Aber das war jetzt ein anderes Militärfahrzeug, das ich meinte. Ich meinte den Jeep. Ach, den! Ja, das nächste Mal hole ich den. Hättest ich hab mich extra schon für dich angepasst. Ach, du bist so süß. Nice. Nur für dich. Ja. Oh. Ich find's immer so witzig, wenn wir Laternen umfahren, dann bleiben die auf einmal so kurz im Auto selbst stecken. Ja, sowas finde ich witzig. Interessant, was du witzig findest. Ja. Das stimmt. Oh. Jawohl! Geil! Vor allem, jeder hat seinen eigenen Heli, ich sehe dich vor mir. Und nein, wir schießen uns nicht ab. Meiner auch. Bitte, wir schießen uns nicht ab, sondern behandeln diese Mission ernsthaft. Ja. Schieß nochmal hoch. Was? Ah, so geht's hoch. Shift und Steuerung. Steuerung runter, Shift hoch. Boom! Bist du hier? Wir sollen die Olle hier beschützen. Ach, und wir sollten uns am besten nicht rammen, so. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ich gehe mal darüber und zu den anderen. Ja, schon erledigt. Ah, da ist noch einer. Let's get to work. Oh, da kommen welche, da kommen welche. Nicht auf sie! Warum hast du auf sie geschossen? Ich nicht, du! Oh, da kommt ein Heli. Den Heli kümmert sich. Ja. Ich wäre dafür, dass du dich um die Autos kümmerst, nicht mich um die Heli. Ich würde sagen, wir teilen die Arbeit einfach auf. Das wird sich schon ergeben im Gefecht. Weil es gibt zwischenzeitlich einfach sehr viele Autos und dann sehr viele Helis. Alter, was ist das für ein Raketenregen? Ja. Vor allem, wenn wir beide einfach gleichzeitig alle Raketen losschießen, das sieht so heavy aus. Trotzdem kannst du mit den scheiß Raketen nichts bewirken, weil bis die da sind, ist das Auto schon längst weg. Oh fuck, ich hab eine Mauer getroffen. Eine Mauer?
Ja. I always win my arguments. Scheiße. Kleiner Scheiße. Oh nein, 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 ich wollte doch hoch, 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 zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Das war knapp. Irgendwie bist du in Sachen Heli-Steuerung auch nicht gerade so versiert, nee, sag ich mal. Ich wollte cool über den Boden fliegen. Hast du gut hinbekommen. Jetzt wärst du cool beinahe abgestürzt. Sorry. Dann guck, so wollte ich fliegen. Das sieht extrem geil aus von hier oben. Vor allem, da du einfach nur in der Mauer festhängst. Bei mir nicht. Ja, halt bei mir in der Aufnahme. Guck mal, da kannst du mich mit den Raketen richtig nice die Gegner verwirren. Ja, stimmt. Und verwirren meine ich töten. Ja, ist klar, was man mit verwirren meint. Kannst du den Pferd... Oh! Da hinten kommt ein Auto. Das ist halt, wie knapp ich über den Boden fliegen wollte. So wollte ich es halt machen. Ja. Jetzt klappt's ja. Am Anfang wusste ich halt nicht, wie stark der... Und vor allem, weil ich mit der Geschwindigkeit von ganz oben nach unten geflogen bin. Ja gut, klar. Man muss sich erstmal an das Ding gewöhnen. Wie wär's, wenn wir es so machen? Du verfolgst das Auto und räumst alle Gegner direkt in der Nähe weg. Und ich kümmere mich um die, die ein bisschen weiter weg noch sind. Jo. Ich verstehe nicht ganz, warum die vom FBI auf einmal mit uns spielen. FBI? Ja, die Tusse ist vom FBI. Ach so, die. Oh, der Kommentar war von dir war blöd, weil jetzt wissen die Leute, dass wir nicht aufgepasst haben in der Storyline. Okay, last one coming up. Nein, aber das... Nein, nein, so ein bisschen habe ich mitverstanden. Aber ich meine, die muss doch auch irgendwas dagegen haben, dass wir hier jetzt random Menschen umbringen. Ja, aber ich glaube, es geht eher... Also... Moment. Ich glaube, ich erzähle jetzt gerade Scheiße, aber ich glaube, es geht ihr darum, dass ihr lieber ist, dass die Saints regieren, als dass ein Bandenkrieg ausbricht, praktisch. Aber... Weißt du, ich finde die Story genauso sinnvoll wie die von Bayonetta. Ganz ehrlich, keiner kennt Bayonetta. Also... Moment, Leute, jeder, der Bayonetta kennt und diese Folge hier guckt, bitte schreibt runter, wenn ihr es kennt. Ja. Ja, das würde mich auch mal interessieren, wer das alles kennt, weil ich meine, das Game klingt cool, aber keiner, den ich gefragt habe, kennt es. Keiner. Na, ich? Ja, du hast mir auch erst davon erzählt. Ich hab's gleich hier liegen. Was hast du? Ich hab sogar genau neben mir liegen. Oh. Ja, dann halt's in die Kamera. Ah! Aber leider nur für die Xbox. So, soll ich die mal erschießen? Kannst du machen. Ach, da drüben sind Gangmitglieder. Ja. Die meintest du, ja klar. Direkt umlegen. Schön gemacht, jetzt sollten wir gehen. Ja, wir sollten gehen. Ich hab einen Wagen. Oder jeder only, oder? Ja, okay. Ja, das kommt, glaube ich, besser. Dann kann sich nämlich jeder Einzelne besser verpissen.
Aber natürlich schießen die meine Reifen als erstes, Idioten. Saints Flow, jetzt für alle Altersklassen, außer in Kalifornien. Hast du auf die Uhr geguckt? Ja, und zwar, es war sehr schön, dass ihr uns wieder treu zugeguckt habt oder neu eingestiegen seid. Ja. Wir freuen uns, dass euch nächste Folge wieder zu hören, zu sehen, dass ihr geklickt habt und dass ihr uns anhört. Ja, und schreibt uns doch mal bitte, wie ihr uns findet, also positive... Und ob ihr Bayonetta kennt, das ist sehr wichtig. Ja, genau, das ist extrem wichtig. Genauso wie ihr schreiben sollt, wer von uns geiler aussieht. Aber ich glaube, die schreiben einen Roman, bis wir fertig sind. Okay, schreibt uns ganz einfach konstruktive Vorschläge, wie wir uns für euch verbessern können. Und ja, wir freuen uns darüber. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns guckt, einfach nur. Wäre auch cool. Und wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, ihr wisst schon, Likes und so. Ja, also bis ihr heute fertig seid, ist es 0 Uhr, also macht euch auf eine lange Nacht gefasst. Alles dann. Bis zur nächsten Folge und ciao.